Hallo, ich begrüße euch heute zu einem kleinen Video-Tutorial für den Kreuzanschlag für besonders viele Maschen mit zwei Knäueln gleichzeitig. Es gibt ja immer wieder das Problem, dass man Maschen aufnehmen muss und das in einer gewissen Höhe, ich sage jetzt mal mehr als 100 Maschen, wo man immer das Problem hat, dass man nicht so richtig weiß, wenn man mit einem Knäuel einen Anschlag macht, wie viel Faden braucht man denn abzuwickeln, um dann einen Anschlag zu beginnen. Als Beispiel habe ich euch hier mal den Loop GroKo mitgebracht. Hier wird nämlich in Runden gestrickt und dieser Loop hat in Summe um die 300 Maschen, die gleich von Anfang an auch aufgeschlagen werden auf die Maschen, auf die Nadeln. Und hier ist es eben besonders schwierig auch abzuschätzen, wie viel Garn man für den Anfang braucht. Daher empfehle ich, den Kreuzanschlag mit zwei Knäueln zu tun und die Fäden quasi parallel zu halten. Ich habe hier mal zwei Knäuel mitgebracht. Es kann die gleiche Farbe sein oder sollte die gleiche Farbe sein bei so einem Projekt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das zweifarbig zu machen oder auch mit Resten zu arbeiten, mit einem Restknäuel und das mit anzustricken. Grundsätzlich ist es kein provisorischer Maschenanschlag. Das heißt, du solltest hier tatsächlich das Garn nehmen, was du später auch wirklich verwenden möchtest. Dazu nimmst du die beiden Fäden parallel, gehst mit den Fingern so dazwischen und spannst ein Dreieck. So, das hältst du hier auf der anderen Seite fest, gib dem Ganzen ruhig ein kleines bisschen Spiel, dann ist es nicht so fummelig und kann dir nicht wegflutschen. Genau, du tauchst also hier dazwischen, spannst das rum und klappst dann die beiden Fäden hier unter dem Mittelfinger ein und gehst dann mit der Nadel hier unter diesen ersten Faden durch. Gehst dann mit der Nadel hinter den Faden, der am Zeigefinger hängt, holst den hier vor und diesen Faden hier, der hier oben drauf ist, auf den gehst du von oben drauf und fädelst den einmal dadurch und drehst das Ganze wieder so nach oben. Dann greifst du hier unten mit zwei Fingern die beiden Fäden, löst das auf am Mittelfinger, hältst hier fest und gehst mit dem Finger aus dieser Schlaufe raus, mit dem Daumen und ziehst einmal fest. Und dann hast du eine erste Masche. Und dann kannst du hier nachgreifen, so wie es für dich passt und kannst ganz gewohnt den Kreuzanschlag fertig machen. Vorne unter dem Daumen, nach hinten. Und das machst du weiter, bis du die gewünschte Anzahl an Maschen erreicht hast. Irgendwann kannst du dann hier vorne auch die beiden Fäden loslassen. Wenn du ein besseres Gefühl haben musst, eigentlich hält es sehr gut, aber für ein besseres Gefühl kannst du hier noch einen einfachen Knoten nochmal reinmachen, um das zu fixieren. Und das war es letztendlich auch schon. Ich mache noch ein paar Maschen. Dann möchte ich kurz noch was sagen zum Thema, woran erkenne ich, wenn ich dann später in Hin- und Rückreihen stricke, wo mein Anfang war. Genau, also du nimmst hier so viele Maschen auf, wie du brauchst. Wenn du mehr als 100 Maschen brauchst, empfiehlt es sich, vielleicht Marker ab und zu reinzumachen, dann ist das Nachzählen etwas einfacher. Und du erkennst immer deinen Anfang, wo du angefangen hast aufzunehmen, wo sonst mit dem einfachen Knäuel ein Faden hängt, hängen hier jetzt zwei. Das heißt, du würdest immer deine Hinreihe daran erkennen, dass hier zwei Fäden hängen. Wenn du dann so viele Maschen hast, wie du brauchst, lässt du einfach einen Faden fallen, idealerweise den hinteren Faden, und strickst dann in der Runde entweder weiter. Du kannst dann hier einfach weiter zur Runde schließen. Du lässt einfach den Faden fallen. Den kannst du dann, wenn du fertig bist, mit deinem Anschlag einfach mit einer gewissen Sicherheits, ja, so 10 cm Sicherheitslänge einfach abschneiden, den vernähst du dann später. Und so kannst du auch auf der Rückseite, auf der Rückreihe einfach wie gewohnt stricken. Ab hier ist es ja wirklich so, als wenn du einen normalen Kreuzanschlag mit einem Faden gemacht hast, nur dass hier, wie gesagt, zwei kleine Anfangs- und Endfäden mehr nach unten hängen. Die Seite, wo zwei Fäden hängen, ist immer der Anfang gewesen, wo du angefangen hast aufzuschlagen. Und der Faden, wo ein Faden hängt, ist kennzeichnend dann beispielsweise das Ende der Hinreihe. Genau. Und das war es auch schon.
ganz unkompliziert und so hat man nicht das Problem, dass man entweder zu wenig Faden hat bei einer hohen Maschenanzahl beim Aufnehmen oder eben zu viel Faden hier vorne dann runterhängt, der dann einfach unnötigerweise verschwendet wird. Genau, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat dir gefallen und hilft dir für den Anschlag mit zwei Knäueln. Man kann das eben, wie gesagt, auch zweifarbig machen, indem man dann einen Faden hier unten, diese schöne Kante wäre dann eben in einer zweiten Farbe. Also, lass mich wissen, ob es dir gefallen hat und dann viel Erfolg beim Maschenanschlag mit zwei Knäueln.